Hallo zusammen. Seit einer gefühlten Ewigkeit konnten mein Mann und ich endlich wieder Urlaub machen. Und ich habe mich dazu entschieden, euch einfach mal mitzunehmen. Wir haben eine kleine Sengoku-Ära bezogene Route geplant. Angefangen in Kai, weiter nach Ueda und Sanada und letzten Endes nach Sekigahara. Wenn ich alles in ein Video quetschen würde, würde es viel zu lang werden. Daher teile ich unseren Trip in ein paar Tage auf. Hier seht ihr, by the way, einen nicht jugendfreien Energy Drink. Ich hätte euch so gerne zu einigen historischen Fakten Bilder extra eingeblendet, aber da ich seit dem letzten Update ein Problem mit meinem Videoprogramm habe, muss ich leider darauf verzichten. Es tut mir sehr leid und ich hoffe, ich kann das bald wieder ändern. So, jetzt aber genug drumherum gefaselt. Willkommen in Kai, die Stadt des Daimyo Takeda Shingen. Wir haben seine Statue, die direkt neben der Station steht, gleich als erstes besucht. Danach ging es ziemlich weit raus aus dem Städtchen, hoch auf einen Berg. Dort stand der alte Tempel Sekisuji. Dort war der Geburtsort Shingens. Die Aussicht war wirklich herrlich. Es war vormittags etwas bewölkt, aber dennoch hatte man einen super Ausblick. Als nächstes ging es zum Takeda Jinja. Der Schrein lag gleich am Fuße des Berges. Es war ein wunderschöner Schrein. Etwas weiter hinten gab es sogar Hühner und Hähne, die ab und an krähten. Direkt neben dem Schrein gab es ein Museum, in dem ich verständlicherweise und leider nicht filmen durfte. Darin fand man alte Utensilien und Rüstungen der Takeda. Sie waren ein Geschenk der Familie Takeda, die dem Museum gespendet wurden. Momentan findet auch eine spezielle Ausstellung statt. Ein Fudin-Kasan wurde aufgestellt. Dies sind die großen Kriegsfahnen, die damals in den Schlachten verwendet wurden. Die Fahne war über 3 Meter hoch, sie sah gigantisch aus. Es war wirklich schön, ein Museum zu besuchen, in dem nicht nur Replika zu sehen waren. Nächster Halt, Senkoji. Dieser war wirklich eindrucksvoll. Der Tempel wurde auf Takeda Shingens Wunsch errichtet und war wirklich groß. Oh.
Am Ende der Takeda-Route haben wir noch den Edenji besucht. Auch hier gab es ein Museum. Da man Takeda Shingen stets den Tiger von Kai nennt, war ich ganz überrascht, dass auf einigen der Sättel und Kriegsflaggen auch Tausendfüßler zu sehen waren. Dies hat eine tiefe Bedeutung. Tausendfüßler schreiten stets vorwärts und nie zurück. Und genau das soll den Gegner einschüchtern. Ganz abgesehen davon, dass Tausendfüßler auch so wirklich etwas gruselig aussehen. Das Besondere am Edenji ist, dass sich hier das Grab von Takeda Shingen befindet. Wir konnten es leider nicht sehen, da es nur an einem Tag im Monat frei zugänglich ist. Dafür waren wir an einem anderen Ort hinterher. An diesem kleinen Ort hier wurde der Leichnam Shingens verbrannt. Auf dem Sterbebett hatte er sich gewünscht, dass seine Asche 3 Tage nach der Verbrennung zum Edenji gebracht wird. Es wurde allmählich spät, Zeit, sich auf den Weg zum Ryokan zu machen. Unsere Unterkunft befand sich in Tsubako. Aber davor haben wir uns noch den Tsuba Jinja angeschaut. My God, you're just leg side. Oh, this is so big. Oh, Tsubako. Unser Ryokan war direkt am See.
Und wir hatten auch einen wundervollen Blick auf den See. Es war wundervoll. Am Abend ging es dann natürlich gleich ins Onsen. Ein absolutes Muss. So, das war der erste Tag unserer Reise. Im nächsten Video geht es dann weiter. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Und lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. In diesem Sinne, wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.